Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stray. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin euer Kaspar und wir sind mit Clementine quasi immer noch auf dem Fluchtversuch. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Nur, sie braucht gerade ein bisschen für dieses Tor. Ich weiß aber auch nicht, was wir machen müssen. Ah, warte mal, da ist ein Loch. Ofenkameras. Die sind nicht an. Diese Tür. Sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber auf dem Weg einen Weg finden, um den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Du bist doch eine Katze, du kannst doch locker da hochspringen. So. Da kommt sie nicht hoch. Aufs Dach will sie nicht. Komm mal her. Werf mich mal hier hoch. Ja, komm mal mit. Hierher. Oder ist hinter den Brettern was? Ah, das darf man nicht vergessen. Kurz für das leibliche Wohl. Beziehungsweise leibliche für die Seele. So. Das da. Da kommen wir nicht. Könnte man rein theoretisch auch kratzen, aber macht's ja nicht. Hier ist der Zaun ein bisschen defekt. Aber ein wenig schief. Clementine, kommst du mal bitte? Du kannst mich hier hochwerfen. Nee, nicht da. Hier, komm. Was sagst du mir? Das wissen wir schon. Komm. Hier. Das ist so auffällig. Oh, Clemente rein. Da ist ein Schlüssel. Wir haben Glück. Sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Ei, ist das ausgewieft. Zählt hier Geschwindigkeit, hä? Boah, echt jetzt? Halt! Alter Finne! Ich bin noch gerannt. Lauf, 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 süße, lauf, süße. Zickzack-Bewegung. Du triffst mich nicht. Nein, 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 nein.
Oh, Alter. Ja, wie denn bitte? Wie schwer ist das bitte? Lauf, lauf, Bizi, lauf, lauf! Hat mich nicht gesehen? Warte auf mich, Clementine! Was muss ich machen? Alter Finne. Einfach durchziehen. Voll gut. Wir werden uns auf keinen Fall alles schaffen. Wir müssen uns auf die, wir müssen, Entschuldigung, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwäldler steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Wow. Du gehörst jetzt zu uns. Du heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss. Aber einer von uns muss es tun. Der U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt. Ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenwäldler. Ach Gott, ist das süß. Oh, es ist traurig. Erstmal die Batterie wieder anklemmen, ne? Dem Kabel folgen. Oh, es ist traurig. Das ist... Eco Corporation. Warte, war da noch was? Im Augenwinkel? Ah, nee, es war bloß die Leuchten. Entschuldigung. Musst du jetzt nichts mehr machen, gell? Kontrollraum. Ah.
Es gehen beide Seiten auf, okay. Das zu. Hey. Hallo, wie kann ich dir helfen? Gehilfe 477. Wie schön sauber das hier ist. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Gehilfe 062. Gehilfe 211. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit den noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch, mein Guter. City Sealed. Weiter runter. Oh, die Slums. Wo ist er hin? Der Kontrollraum ist in einer Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Ich sag weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Ha. Das ist eine Beleidigung. Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Mal kurz aus hier. Ah. Ich kann nichts machen. Warum nicht? Da ist ein Y. Ich würde da gerne dran rumkratzen. Der nimmt Y nicht? Warum nicht? Ich würde aber gerne mal mit ihm hier sprechen. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Die Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, Entschuldigung, ich wünsche dir einen schönen Tag. Quasi schon vorgegriffen. Jetzt müsste es doch gehen. Nee. Warum nicht? Hm. Jetzt. Den können wir nicht mehr mitnehmen.
Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles sauber... Was? Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es ist ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann immer noch helfen. Was? Aber dir kann immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Oh, da haben sie ja Kaffee getrunken und konnten dann so ein bisschen gucken, ne? Ja, krass. Mal kurz gucken. Oh, Wahnsinn. Das ist er. Der Hauptcomputer. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abregelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Dieser Computer enthält die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Entschuldigung. Ups. Ah. Das ist ein kleines Rätsel. So, die Reihe ist on. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control Station. System is locked. Da. Das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Thank you.
Eieiei. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh nein, wir müssen weitermachen. Ja. Eieiei, Digga. Aha. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Oh Mann. Rosa. Dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Es wird schon wieder. Frag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu. Ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einlinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnten. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh. Clementine.
was können wir jetzt machen? Wir können jetzt raus. Unsere Freunde wiedersehen. Ja, meine Freunde, das war Stray. Was für ein trauriges, doch positives Ende, ja? Ach Gott. Boah, jetzt bin ich emotional etwas ergriffen. Ja, nee, tolles Spiel. Gefällt mir sehr gut. Für zwischendurch absolut gut. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch so 6 Stunden gebraucht oder so 7, 8. Gesamt so. Ja. Nee, super. Das war Stray. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also, das hat mich jetzt echt gepackt am Ende noch. Gerade hier mit B12. Ja, dass er spät im Laufe des Spiels herausgefunden hat, dass er eigentlich der Wissenschaftler ist. Und dass er sich quasi opfert mit dem kleinen Körper, dass er das nicht aushält. War schon toll. Ja, ich überspringe das mal. Wegen der lizenzierten Musik. Ich bedanke mich bei euch echt recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mich in anderen Projekten begleiten würdet. Ich wünsche euch was. Ich bin euer Kaspar. Ich bin erstmal raus. Ciao. Macht's gut.